Mann, jetzt geht das mit meinen Thumbnails nicht. Und ich bin schon wieder Crewmate. Ah, der Hass, ey. Der Hass ist einfach strong. Alter, bitte Schlüssel und drehen. Thanks. In Storage. Dann hole ich mir einmal Gas. Und wo muss ich das jetzt hinliefern? Wahrscheinlich zu irgendeinem Rocket Ship oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, hier vorne. Zack. Und ich warte ja noch drauf, dass ich irgendwann mal, hey, der Fuck, das habe ich doch gerade gemacht. Muss man das zweimal machen? Okay. Ich warte ja noch drauf, dass ich irgendwann mal eine Runde mache, wo ich einfach zwischendurch mal auf Camps gehe und dadurch switche. Und vielleicht da dann schon jemanden entdecke, der Böses getan hat. Und wieder eine Node. Wo leiten wir das lang? Hier lang. Bin ich auch nicht so sonderlich schnell bei diesen komischen Nodes. Lab. Gehen wir hoch zu Lab. Da finde ich jetzt wahrscheinlich jemanden. Entweder ich finde Braun oder Braun hat jemanden getötet. Kann natürlich sein. Okay, wo? Bei Weapons. Wo ist das nochmal? Ich glaube, das ist eher unten Süden. In der Mitte, so, ja, so ein okay. Einzelnes Haus. Ja. Hat jemand eine Ahnung? Franco und Dark Rider. Also ich habe niemanden gesehen. Hat ich, jemand... ich bin an dir vorbeigerannt, aber ich bin in Communication. Nicht in Weapon. Ich habe Gandalf gesehen oben rechts, also der kann es glaube ich auch nicht gewesen sein. Also, gut. Jetzt ist halt immer die Frage, wie lang diese Kills da sind. Die Runde geht schon busy. Schwert. Ich hab nur kurz Schwerthieb bei Anfang bei den Keys. Wie lange hast du bitte dafür gebraucht? Du warst bei mir ich kenne die ganzen Dinger halt noch nicht. Achso, ach so, ich hab's auch nicht gesehen, dass es da ist. Ich denke mir so, ja, wie lange ist der da dran? Also ich war ganz links am Ende der Map. Er versteht jemand diese Dinger, die draußen im Schnee stehen? Ich habe keine Ahnung, was das für Tasks sind. Du musst Mace, die musst nach unten rechts oder so. Das musst du Maus gedrückt halten. Du musst es da so langziehen. Durchziehen. Ja. Du kannst halt auch nicht so zurück machen, du musst es in einem Go quasi machen. Mhm. Richtig, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also, okay. Ja. Wie von oben links, dann nach unten rechts oder irgendwie. Genau, da ja, musst du einfach so einen Pfad suchen. Da ist so ein Kabel. Unisoliert. Ja, Luca, wo warst 20 du? 20 Sekunden, ich war oben rechts gerade noch. Eigentlich müsste jemanden morden, ne? Ja. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich war ganz links, Pascal hat noch nichts gesagt. Ich war über Office. Communication-Ding da, wie es auch heißt. Ich bin gerade durch. Ja, was machen wir? Ich habe keinen Bock blind zu voten, ich habe keinen Plan. Also voten. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es gibt einfach irgendjemanden. Wie gesagt. Ja, ich habe gerade einfach da gemacht. Ich habe gar nichts gemacht, scheiße. Ich habe keinen Plan, ich habe... Nur eine Person gesehen. Ach Gott, dang it. Das ist wieder so eine Runde auf einer großen Map mit einer Menge Leute, wo es einfach super schwierig ist, irgendwas wirklich rauszufinden. Also was vielleicht ganz sinnvoll wäre, auch wenn ich die Map ziemlich nice finde, ist, dass wir die nur noch spielen, wenn wir tatsächlich 10 Leute sind oder so. Jetzt muss ich einmal über die komplette Map latschen. Oh, da habe ich ja richtig Bock drauf. Was gibt? Erzähl. Ja, wir sind 6, ja, da würde ich trotzdem noch was voten, deswegen. Ja. Also, Lila, Braun und ich sind direkt dahin. Dann kam Pascal und schwert sich dann immer noch beim gleichen Mace, was er vorher war. Also denke ich mal, der macht es da. Also ich verstehe immer noch nicht, was ich da tun muss. Egal, was ich mache. Du nimmst oben klicken. Links dieses Ding und dann ziehst du das durch das Labyrinth. Ich kann es aber nicht ziehen. Du musst ganz oben links anfangen mit diesem Ding. Vielleicht klicke ich auch das falsche Ding an. Dann musst du gucken, wo du hin musst. Also du musst dann diesem Ende ziehen, da wo so ein rundes, leuchtendes Symbol ist, das ist das, was du durchziehen musst. Ja. Oh, Gottes Willen. Pascal, Pascal, wo warst du beim ersten nochmal? Beim ersten, also vor dem ersten, vor der ersten Besprechung. Office. Da drüber.
Ach, fuck. Warte, was ist jetzt die Frage? Ich hab das jetzt nicht bekommen. Ich bin's nicht. Wer ist ein Imposter? Ah, ja. Okay, Marc. Vielleicht ist er einfach DSP, der war so lange nicht im Post. Also ich hab das Gefühl, es ist... Ja, irgendwann muss es sein. Es wird doch immer wahrscheinlicher, oder? Nein, wird's nicht. Nein. Digga, Mathematiker. Wenn du 10 Jahre lang Lotto spielst, irgendwann gewinnst du, weil es wahrscheinlicher wird, ne? Ja, ich hab's ja viel öfter probiert. Wow. Fühlt niemanden gesehen. Wir haben noch 40 Sekunden. Nicht. Ja, lass einfach sterben. Jemand hat Pascal gesagt. Ja, Pascal gewonnen. Okay. Hallo, der... Nee, fuck you. Pascal war doch eigentlich lost an der einen Note, oder wenn nicht? Wenn er keine Boss ist, dann werden wir alle gefickt. Ja, von Marc wahrscheinlich. Von mir. Das wär genius, aber nein. Ja, ja. Ach, Mann, ey. Das ist so lost hier. Alle Leute vollkommen lost. Warte mal, wie kommen wir hier nochmal lang? Da lang. Ah, nee. Help! Hier raus und dann hoch. Ganz ehrlich, Office und Admin sind die unglaublich schlimmsten Dinge auf dieser Map überhaupt. Man kommt hier einfach nicht wirklich zurecht, wenn man nicht genau weiß, wie das Pathing hier ist. So, Admin. So, jetzt würde ich hier gerne rein. Einmal die Contamination, please. Und was habe ich hier? Wahrscheinlich Simon Says, oder? Ne, gut. Sehr schön. Dinge sortieren. Let's go. Blub. Specimen. Und das war's für mich. Ich latsche jetzt einfach direkt wieder zu Camps und gewinne uns dadurch das Game easy. Let's go. Ich will zu Camps. Boah, diese Map ist einfach so riesig. Ich habe da was gefunden. Und zwar vor dem Decontamination-Raum bei Admin. Also Schwerti war es nicht und ich war auch bei Schwerti und das wurde sogar gestreamt. Wait. Macht ihr jetzt irgendwelche komischen Plays? Nein, er hat nur sein Labyrinth gelöst. Es war spannend. Es war extrem spannend. Wir haben ihm das der Fehler war, dass ich habe die Wände mit den Straßen verwechselt und deswegen konnte ich es nicht lösen. Okay, ich hab niemanden gesehen, ich hab irgendwelche Dinge in irgendeinem... Sehr viel Wort, weil ich also ich bin erst nach rechts gegangen, da ist so eine Brücke, die über die Lava führt und da habe ich eine Task gemacht. Was hat man da nochmal gemacht? Aha, du weißt es schon. Vergessen, was ich da gemacht habe. Egal, dann bin ich nach oben gegangen ins Medbay und da habe ich mich gescannt und da bin ich zu Schwert gegangen und jetzt muss ich nochmal nach ganz links da bei diesem Baum, das muss ich vorhin abbrechen, da muss man auch irgendwas machen. Ich war bei für mich ist es, also ich sag mal so, wie es für mich ist, entweder ist es halt für mich ein Self-Report, weil ich gerade in die Richtung gekommen bin von links, oder du hast es halt vorher gemacht. Also ist für mich also ich glaube irgendwie also wieder, dass es Marc ist. Also okay, Schwerti ist es, denke ich mal, safe nicht. Also, nee, ich glaube, der ist einfach mega lost. Ich glaube, dass es DSP ist, tatsächlich. Ich war bei Specimen und hab einen Totenkopf, ein Blatt, irgend so ein Kristall und noch irgendwas eingesortiert in so einen Kasten. Das ist jedenfalls eine Task, die es gibt, ja. Ja. Dann ist es eben braun. Na gut, aber er kann auch sein, dass er die Task kennt. Er hat es schon mal gemacht. Ich habe die Map zweimal gespielt. So, also für mich ist DSP. Okay. Marc. Wahrscheinlich ist es braun. Wahrscheinlich, ja. Oh fuck, come on. Warst du's? Ja. Holy shit. Oh. Alle muten bitte. Alle Spieler. Alle Marks. Genau. Mal wieder klar. Ich hat ja, reingeführt impostert. Für den ersten Kill geklärt. Selber noch in den Raum geworfen. Ich weiß nicht, wie lange der Kill in Weapons her war. Vielleicht war ich ja selber. Ich weiß es nicht. Vor allem war es Pascal einfach. Ja, das war mir aber auch klar. Third Imposter ist auf jeden Fall wieder am Start bei dir. Ja, bei mir? Ja, du bist der Third, du bist rausgeworden. Jeder weiß, dass du in Wirklichkeit auch Imposter bist.
Das Spiel weiß es noch nicht. Ja, also das war jetzt klar. Hättest du dich nicht so sus gemacht? Nee, Third, Moment mal. Third Imposter sind die Idioten, die falsch sus blamen. Ja, du hast und dich selbst gesusst. Und das bist du, Marc. Hey, wieso denn? Nee, du hast aber hast... angefangen. Ich hab das ja nur gemacht, weil du mich nicht. Ich sus mich doch nicht. Andere beschuldigen mich ohne... Ich hab gesagt, warst du oder Braun? Ja, für... ja richtig. Und das weil du falsch lagst, warst du der Third Imposter. Oh, come on. Jetzt haben wir die 30, glaube ich, echt voll. Ich glaub's ja nicht. Jetzt haben wir die 30 Crewmate-Games am Stück wahrscheinlich wirklich voll. Kann natürlich auch sein, dass einfach mein Account verbuggt ist oder so. Wäre natürlich auch spaßig. Okay. Was, oh, was liegt auf deinem Herzen? Also, warte, Franco, bist du neu im Spiel? Das weiß ich gerade nicht. Relativ, ja. Okay. Ah, jetzt kommt das schon wieder halt Small einfach. Ja, ist das nein, aber er hat man zu lange mit das skippen, gebracht. Sag jetzt nicht. Ich weiß, was du machst. Welche Task wurde gefaked? Ich weiß, was er macht. Ja, sag das einfach nicht. Ja, lass skippen, aber okay. Hä? Alles gut. Alles ich raff's gut. Nicht. Alles gut. Weil ich gegen den Zaun gelaufen bin, oder was? Nein, alles gut. Gegen den Zaun. Aha. Geil. Nach der Runde. Na, dann skippen wir und haben gar keinen Sass auf ihn. Ja, keine Ahnung. Also jetzt müsste man ja eigentlich bei Default schon Franco voten, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat. Irgendwas hat er gemacht. Ja, egal, wir lernen draus. Wir lernen, ja, aber wir müssen ja trotzdem da draus. Ja, okay. Also wir haben hier also... allem Anschein nach ein Imposter, der irgendeine Scheiße gebaut hat, aber die Leute, die ihn ertappt haben, wollen nicht sagen, welche Scheiße er gebaut hat. Was ist das denn für ein Blödsinn? Also würde ich ihn dann jetzt nicht nächste Runde einfach rausvoten, weil er ja dann jetzt sowieso mega sus ist. Nur keiner sagt, warum. Das ist doch blödsinnig. Come on, seid doch alle mal ein bisschen mehr reasonable. Ich bleib bestimmt nicht bei Franco stehen. Nope, nope, nope. Wenn er als Imposter schon irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Ich laufe so weit weg, wie ich kann. Ah, Franco ist irgendwo hier in der Nähe. Help. Irgendwo ist doch jetzt jemand gestorben. Da wette ich doch. Ah, können wir Franco jetzt einfach voten? Nee. Ganz kurz, darf ich was vorwegnehmen? Ich bin ultimativ sass auf Pascal. Da steht komisch rum und Türen gehen plötzlich zu mir. Er stand einfach nur rum. Ich bin lost auf der Map. Dann ist er mir hinterhergelaufen, dann bin ich weggerannt. Also, da war da zum Glück der Braune. Pascal ist es nicht. Pascal ist es nicht. Also ich bin sass. Woher weißt du das, Nils? Glaube ich halt einfach nicht wegen der Aktion, die er am Anfang gebracht hat. Oben links ist er ein Download und er ist erst zur Rakete gelaufen und hat verpeilt, dass es drin ist. Ich glaube nicht, dass er es ist. Okay. Aber ich glaube, dass du es bist, Johannes. Oh, die Leiche, das haben wir jetzt gerade verpasst. Ja, die Leiche ist unten links. Mhm. Unter O2. Aber warum ich Johannes sage, dass er es ist. Ich habe Lights angemacht. In dem Moment poppt ein Name aus dem Vent aus. Unten drunter. Da kam Darkrai raus. Das möchte ich weder bestätigen noch. Ja. Tell me about it. Ich glaube, es war Nils. Und der Skip. Niemand weiß, wer es ist. Niemand weiß, wer es ist. Good stuff. Ach ja. Das hätte man aber auch ehrlich gesagt als Imposter besser handeln können. Könnt jemand mal die Tür aufmachen, please? Dankeschön. Also, da war Johannes einfach der Imposter. Hat schlecht gewendet und konnte sich nicht verteidigen. Und das ist eigentlich auch mal so ein Ding, was man bringen müsste als Imposter, dass man einfach jemanden blamed, gewendet zu haben. Funktioniert, glaube ich, immer, wenn man sich so schlecht verteidigen kann. So, wo habe ich jetzt hier eigentlich meine Tars? Hier oben, ne? Oh. Ich habe da was gefunden.
Und das ist irgendwo links unten bei dem O2 oder so? Braun. Hat das vier Beine? Ja, sowas Braunes. Also, Braun, vier Beine, ein Pferd. Könnte sein. Ein Hund. Wow. Ein brauner Hund. Ich habe niemanden gesehen. Ich bin von Admin zu diesem Upload-Ding in der Mitte und dann links runter und dann Leiche. Wo war es jetzt nochmal? Links unten. Wie heißt das? O2? Also O2, da in diesem Vorraum, ja, wo ja, dieser... Bereich halt. Ja, genau. Wo man die O2-Kanister befüllt. Genau. Da in der Nähe, da ist irgendwo so ein Task und dann lag da was. Ich habe niemanden gesehen, ich war ganz unten rechts. Dreiviertel Stunde ja, in der Kontamination. Dann habe ich dieses Kristallblatt Kopfding gemacht, dann wieder 3 Stunden Kontamination und dann war oh, ja. Ja, können wir jetzt nicht einfach Franco voten? Weil, ne, also da ist immer, sind immer noch Dinge, die uns niemand verraten will, die passiert sind. Ich würde es gerne hören, um das zu wissen, aber ich raff's nicht. Ja, könnt ihr mal sagen, wo ihr so wart, die anderen? Ich hab Fixlight. Wie gesagt, ich war am Ende im Medbay und wollte halt auch gerade in Contamination. Ich war oben bei, des Camps, ja, ne, bei dem Bildschirm. Ich war auch noch nicht ganz drin, aber... Kamst du von unten? Von rechts. Da ist so ein Gang, der da hinführt und dann geht das sozusagen nach unten in den Raum rein. Die Person, die Lights gemacht hat, hat Franco gesehen oder nicht? Ganz am Anfang. Lights war schon gefixt, dass ich dann da oben stand. Also es ist dann angegangen, wenn ich im Gang oben war. Ich meine, wir können ja, noch mal skippen, aber... Schön, ja, noch für einen Moment, aber auch nicht lange. Also wenn da noch ein Kill ist, dann müssen wir ordentlich Leute raushauen. Okay. Naja. Ja. Ich fand Pascal ein Buffer, Movement einer vor. Ist ja schon raus. Bedenklich. Ja. Aber Movement ist ja normal bei Pascal. Da kommen jetzt die Battlefront-References gegenüber von Pascal, der hier mitspielt. Und dann wird gesagt, dass er sich komisch bewegt, genauso wie in dem einen Shooter, den wir immer zusammenspielen. Das ist natürlich jetzt eine ganz fiese Reference. Oh, ich habe einfache Kabel hier am Start. O2-Baum. Let's go. Grüße. Hey. Hey. Ich hab hier gerade voll das Schwierige. Ja. Ich hab Lights gefixt, Pascal kam entgegen. Also ich hab den unten bei dem Baum so gefunden und geil. Vorher nur Pascal ja. gesehen. Einfach irgendjemand, was gesehen hat, was Franco gemacht hat. Da wollte ich ja letzte Runde hin. Am Anfang der Runde, was klar sass war, hat es aber nicht geteilt, weil Franco anscheinend neu in dem Spiel ist. Und jetzt wird Franco einfach persönlich rausgebotet. Das ist unglaublich. Vorraum und dann halt bei O2. Dann kam halt der Fixleiter, dann bin ich halt da hingerannt. Also ich war vorher bei diesen Wasserflaschen unten links auffüllen. Und dann bin ich hochgelaufen. Ja, auch. Ja. Dicke, das ist doch auch mega sass. Er war doch da schon, da hätte er doch in den Imposter sehen müssen, wenn aber er ist es ja selbst. Ich hab ihn ja gesehen da. Ja, ich hab die gefixt. Wo kamst du? Kamst du von unten? Kamst von rechts? Das hab ich vorher gemacht. Vergessen. Ich glaube, ich kam von rechts oder von unten oder so. Du glaubst. Oh, come on, Mark, jetzt verkackst du nicht. Digga, verkackst nicht. Alter, das ist ja die ich hab den Vorabend viel geraucht. Mark, verkack's nicht. Also wollen wir jetzt Franco rauswerfen? Es ist Pascal. Ja. Blau. Franco. Blau ist hochgelaufen. Digga. Von der Leiche aus, denke ich. Was hat Franco am Anfang gemacht, dass jetzt keiner mehr da drauf jumpt? Das ist ganz minimale Lachen. Ja, derjenige am Anfang soll immer sagen, was ich gemacht haben soll, angeblich. Ich sag dir doch nach dem Game, hat er doch gesagt. Na, hoffentlich ist er jetzt raus. Also das haben wir jetzt verloren und zwar ist Pascal. Es war halt 0815 halt dieses Anfängerding, also von Anfängerding von wegen, yo, dass man es halt nicht weiß. Also es gibt Tasks, die hat jeder. Ja, es waren halt die Keys. Ja, was willst du jetzt? Also, das Ding ist, du standst also an den Keys. So, aber keiner Keys hatte. Keiner Keys hatte und du meinst auch, dass du halt eher an. Relativ neu bist in dem Spiel, also glaube ich nicht, dass du sowas, dass du absichtlich irgendwie Jokes for Jokes Keys fakest.